Man sage hier Mord, man sage, wer ist denn da? Hey, hier Lenny aus Berlin, Mensch. Mord, bist du wach? Na, was heißt denn hier wach, ey? Du hast dich eben vollends aus dem Bett geklingelt. Alter, was ist denn so wichtig, dass du mich um sonntags um 4 früh hier anrufst? Stell keine Fragen, komm nach Brandenburg. Alter, was soll ich denn in Brandenburg um 4? Und außerdem, geht das nicht ein wenig genauer? Ich meine, hey, Brandenburg ist nicht gerade klein. Naja, so genau Brandenburg ist das ja nicht, ne? Es ist der schöne Spreewald. Mach dich auf, ich hab nicht mehr viel Geld auf dem Handy. Also, bis gleich. Ey, klasse. Das kann ja was werden, Alter. Bis gleich. Ich bin dann in einer Stunde da. Einige Zeit später im Spreewald. Mensch, da bist du ja, Lenny. Warte mal, ich bin gleich da unten. Mann, musst du immer so laut sein? Der verjagt mir die ganzen kleinen Teile. Sei leise, Murat. Schon gut, Mister. Bin da. Nun, da. Mensch, Lenny, na? Du bist ja krass, ey. Du siehst ja aus wie ein Jäger. Mann. Und hast du dein Luftgewehr auch mit dabei? Nee. Ich hab nur einen Spießer dabei. Was? Wo ist denn Werner? Nicht hier jedenfalls. Nee, dass ich wüsste. Aber wie kommst du denn auf die Idee, dass ich den mit dir hinnehme? Naja, du sagtest doch, dass du nur einen Spießer dabei hast. Naja, und da hab ich auf Werner getippt. Haha, sehr scharfsinnig, Murat. Aber nein. Den einzigen, den ich mit habe, das ist der Howie. Hallo, mein Freund. Ich sah ihn hier unter die Baumstumpf. War schon klar, die ganze Kloppi-Familie auf dem Haufen sonntags frühs um 4 hier im Spreewald. Ey, und was treibt ihr hier frühs? Nein, wir treiben nicht. Wir jagen. Was jagt ihr hier? Nein, sag mal so. Es sind kleine grüne Teile, die wir hier im Spreewald jagen. Und der Howard, der lauert da unten. Ah, das reimt sich. Geil. Klingt komisch. Und womit wollt ihr die Teile fangen? Ja, mit einem Glas. Okay, aber sag jetzt nicht, dass du mich rausgeklingelt hast am Sonntag um 4 Uhr morgens, damit wir drei hier nur Schlümpfe jagen können. Wie kommst denn du auf Schlümpfe, Mann, Murat? Bist du noch nicht richtig wach? Ach, wa? Nee, Schlümpfe sind nicht grün, die sind blau. Und außerdem gibt's das doch gar nicht, Mann. Wir jagen die Spreewaldgurke. Lenny, das ist nicht dein Ernst, oder? Spreewaldgurken jagen? Die kannst du doch höchstens anbauen. Und da die hier im Spreewald angebaut werden, nennt man die Spreewaldgurken. Die musst du außerdem nicht jagen, die kannst du ganz locker frühs um 8 in der Kaufhalle kaufen. Ich wusste doch, dass der Howard nur Mist im Hörner hat. Der erzählt mir doch glatt, dass die in Südafrika Gurken jagen waren. Ja, yes, das ist richtig. Also wir haben den Indianervolk zusammen gejagt in Südafrika und sie haben gesagt, sie würde den Gurken jagen. Oh Mann, ey. Das muss absolut in der Familie liegen. Gurkenjagen heißt in der Sprache der Mukani-Indianer so viel wie kleine Kinder jagen. Übrigens sind die Murikani-Indianer ein südafrikanischer Indianerstamm, eine der wenigen Indianerstämme, die immer noch Menschen essen. Wow, ich bin begeistert, dass sowas von dir kommt, Murat. Einer, der glaubt, dass ein GPS der Paketdienst ist. Ach Mann, musst du nicht immer wieder alles auf den alten Sachen rumreiten. Mann. Du hast auch gedacht, Jägermeister wäre ein Beruf, den man erlernen könnte. So, ich für meinen Teil, ich hau jetzt hier wieder ab. Murat, wo willst du denn hin morgens um 5? In die Schenke, ey. Die haben doch heute früh shoppen und ich glaube, Werner ist eh so stinkebetrunken, dass Gysi nicht traut, sich den rauszuknallen, ey. Und also denke ich mal, dass ich ganz, ganz locker gegen 6 wieder in Berlin bin und dann eben mal eine Runde in der Schenke vorbeischauen gucke. Und vielleicht geht der Werner noch eine ganze Runde aus, ne? Oh, da bin ich dabei, ne? Deine Gurke kannst du ja auch mitnehmen, wa? Ja, mach dich nur lustig über mich. Mach du dich nur lustig, Mr. GPS. Ganz genau.